Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Wechselwirkungsprinzip. Wie immer etwas Geschichte. Sir Isaac Newton war ein englischer Physiker, Astronom, Mathematiker und noch vieles mehr, hat mit seinem Gravitationsgesetz und den drei Bewegungsgesetzen den Grundstein für die klassische Mechanik gelegt, hat die Infinitesimalrechnung unter anderem mitentwickelt, die Erklärung des Lichtspektrums geht auf ihn zurück und gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Angeblich soll ihm ja ein Apfel auf den Kopf gefallen sein, wofür es allerdings keinerlei Belege gibt. Wir schauen uns aber trotzdem das Ganze mal etwas näher an. Wenn wir uns das in der Zeichnung angucken, dann haben wir einen Apfelbaum, einen roten kleinen Apfel und eine große orangene Erde. Der Apfel wird Richtung Erde gezogen. Das kennen wir aus unserem Alltag. Allerdings wird auch die Erde Richtung Apfel gezogen. Das ist nicht sonderlich intuitiv, weil die Erde ist halt sehr groß und daher bewegt sie sich auch sehr wenig, sodass wir das im Alltag nicht erkennen können. Aber es gibt ein anderes schönes Beispiel, wo man es erkennen kann. In diesem kleinen Minifilmchen sehen wir das Meer, einen Strand, und wenn man genau hinguckt, sieht man, wir hatten sozusagen Ebbe und jetzt kommt die Flut. Das heißt, immer mehr Wasser kommt, und Ebbe und Flut ist ein Phänomen, was genau auf der Anziehung zwischen Erde und Mond beruht. Dadurch, dass der Mond die Erde anzieht und die Erde den Mond anzieht, taumelt die Erde. Und das wiederum führt zu Ebbe und Flut. Das heißt, die Idee, dass der Apfel die Erde anzieht und die Erde den Apfel anzieht, ist prinzipiell richtig. Hier habe ich ein schönes Rätsel. In beiden Gefäßen befinden sich solche Zylinder und die Kunst besteht darin, diese Zylinder hier rauszunehmen, ohne das Gefäß umzudrehen und ohne Werkzeug. Tja, das ist jetzt die große Frage, wie funktioniert das Ganze? Falls du jetzt keine Idee hast, hier auf dem Einzylinder steht etwas. Wenn was draufsteht, ist meistens ist gar nicht so schlecht, das mal zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das so richtig schön einfängt. Ich lese es einfach mal vor. For every action, there is an equal and opposite reaction. Gut, war offensichtlich Englisch. Ich habe hier, sagen wir, das Ganze auf Deutsch und hier ist auch im Prinzip das, was es ist, das dritte Newtonsche Gesetz. Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus, Actio, so wirkt eine gleich große, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A, Reaktio. Wie soll mir das Ganze helfen? Naja, ich muss es irgendwie hinkriegen, dass dieser Zylinder auf sein Gefäß sozusagen eine Kraft auswirkt und dann wirkt auch eine Kraft auf den Zylinder. Und das geht eigentlich relativ einfach, indem man hier Luft dazwischen bringt. Ich demonstriere das Ganze mal. So, das ist der erste. So, und da
der es von selber rausgriff. Man muss halt kräftig pusten. Und ja, damit hätten wir das ganze Rätsel gelöst. Also in dem Moment, wo ich hier Luft reinpuste, die Luft geht hier vorbei und die drängt sich hier dazwischen. Und dadurch drückt die Luft auf den Boden und auf diesen Boden hier. Und dann geht das Ganze auseinander. Was hat das mit Aktio gleich Reaktio zu tun? Naja, es sind halt zwei Kräfte, die paarweise auftreten. Der Kumpane kann sich nicht bewegen, der steht auf dem Tisch, aber der Zylinder kann sich bewegen und dadurch wird er nach draußen befördert. Fassen wir das zusammen. Das dritte Newtonsche Gesetz, auch Wechselwirkungsprinzip genannt, beschreibt also zwei Kräfte, die immer paarweise auftreten, Aktion und Reaktion. Dabei geht es aber nicht um ein Kräftegleichgewicht, wie zum Beispiel der Apfel, der am Baum hängt und zum einen zieht die Gewichtskraft und zum anderen der Baum. Da wirken beide Kräfte auf ein und denselben Körper. Das ist nicht mit dem dritten Newtonschen Gesetz gemeint, sondern es gibt zwei Kräfte und zwar immer zwischen zwei Körpern. Der eine Körper, nennen wir ihn A, wirkt auf Körper B und mit der gleichen Kraft, nur entsprechend in die andere Richtung, wirkt der Körper B auf den Körper A. Hier unten steht nochmal die Formel. Die Kraft F, mit der A auf B wirkt, ist gleich der Kraft in die entgegengesetzte Richtung, mit der B auf A wirkt. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Wenn ich mir das Gewicht angucke, wird es mit 100 Newton Richtung Erde gezogen und mit 100 Newton wird es vom Seil nach oben gezogen. Das ist nicht das dritte Newtonsche Gesetz, weil beide Kräfte auf ein und denselben Körper einwirken. Allerdings zieht das Seil mit 100 Newton am Gewicht und das Gewicht zieht am Seil mit 100 Newton in die entsprechende andere Richtung. Das bedeutet, dass ich hier zwei Körper habe. Der eine wirkt auf den anderen und umgekehrt. Das ist das dritte Newtonsche Gesetz, das Wechselwirkungsgesetz oder Aktio gleich Reaktion. Das gleiche habe ich auch nochmal, wenn ich an dem Seil links blauer Pfeil ziehe. Das Seil zieht mit 100 Newton, also muss ich auch mit 100 Newton an dem Seil ziehen, um das Gewicht entsprechend zu halten.